Und ich begrüße Sie auch nochmal alle ganz herzlich zu dem Semester-Einführungsvortrag zu dem besagten Thema und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und an meinem Vortrag teilnehmen. Erschienen kann man ja nicht sagen. Mein Vortrag wird aus zwei Teilen bestehen, einigen einleitenden Bemerkungen zum Konzept der Beziehung und einer Vignette. Beziehung gilt seit geraumer Zeit in der therapeutischen Szene als ein Zauberwort, mit dem man offensichtlich so gut wie alle Veränderungsprozesse erklären zu können glaubt. Und es ist noch gar nicht so lange her, als die ersten Veröffentlichungen von kognitiven Verhaltenstherapeuten erschienen, die geltend machten, dass sie ebenso wie die Psychoanalytiker die Beziehung zwischen Therapeut und Patient berücksichtigen würden. Die Therapieforscher hatten nämlich herausgefunden, dass ein nicht unerheblicher Varianzanteil bei therapeutischen Veränderungen gar nicht so sehr auf bestimmte Techniken zurückzuführen war, sondern auf Beziehungsfaktoren. Zuvor hatten VTler nur Techniken im Auge gehabt, wie zum Beispiel systematische Desensibilisierung, Exposition, Flooding und so weiter. Die Beziehung galt ihnen bis dahin als vernachlässigenswert. Natürlich tauchte nun vermehrt die Frage auf, wie die jeweiligen Therapierichtungen Beziehung überhaupt definieren. In der Psychoanalyse wurden etwa seit Mitte des folgenden Jahrhunderts mindestens drei Beziehungsformen unterschieden: die Arbeitsbeziehung, die Übertragungsbeziehung und die reale Beziehung. So zum Beispiel von Ralph Greenson, der ein wichtiges Lehrbuch zur psychoanalytischen Behandlungstechnik geschrieben hatte, das während meiner Ausbildungszeit das nahezu einzige deutschsprachige Werk dazu war. Übrigens war es auch Greenson, der Marilyn Monroe therapeutisch behandelte und sie eine Zeit lang bei sich zu Hause wohnen ließ, als sie schwer depressiv war. Das war auch eine Form der Beziehung, allerdings eine sehr ungewöhnliche, wie sie in der analytischen Zunft zuvor nur von Sandor Ferenczi vereinzelt praktiziert wurde, aus heutiger Sicht ethisch natürlich nicht vertretbar. Bei genauer Betrachtung dieser drei globalen Beziehungsformen stellt sich heraus, dass die Arbeitsbeziehung oder das therapeutische Bündnis ebenso wie die reale Beziehung nur graduell von Übertragungsphänomenen unterschieden werden können. In den 80er und 90er Jahren des folgenden Jahrhunderts gab es viele Auseinandersetzungen und Artikel darüber, ob eher die Einsicht aufgrund einer Deutung oder eher die Beziehung zwischen Analytiker und Patient therapeutisch wirken. Den vorläufigen Höhepunkt dieser Diskussion bildete die Auffassung einer Bostoner Gruppe um den berühmten Kleinkindforscher Daniel Stern mit der Veröffentlichung etwas mehr als Deutung, in der die Autoren dezidiert die Auffassung vertraten, dass den subtil ablaufenden Beziehungsphänomenen der Vorrang gegenüber allen sprachlichen Prozessen, die dem impliziten Gedächtnis immer schon nachgeordnet sind, zu geben sei. Damit haben wir vielleicht eine allererste Annäherung an die Frage vorgenommen, was eine Beziehung aus analytischer Sicht ausmacht. Aber beginnen wir nun mit der weiteren Betrachtung bei der psychoanalytischen Methode. Die psychoanalytische Disziplin ist von Freud ursprünglich als eine Methode, unbewusste Prozesse bewusst zu machen, dann auch als Praxis, die Verarbeitung psychischer Konflikte zu erkennen und zu interpretieren und damit psychische Störungen zu behandeln und schließlich als eine Theorie psychischen Erlebens und Leidens definiert worden, die sogenannte Metapsychologie, also eine Ansammlung von Konstrukten und Hypothesen, die über das rein psychologisch-phänomenologische hinausgehen. Zur Methode. Die psychoanalytische Therapie wird seit Freud in der Form eines Gesprächs durchgeführt. In der analytischen Behandlung geht nichts anderes vor als ein Austausch von Worten zwischen dem Analysierten und dem Arzt, schreibt Freud 1916-17. Aber das psychoanalytische Gespräch ist dem Alltagsverständnis von sich miteinander sprachlich austauschen, dem konventionell formelhaften Gespräch diametral entgegengesetzt.
auch wenn die analytischen Interventionen an den alltagssprachlichen Wortgebrauch anknüpfen. Wie geht es dir? Danke, gut. Und wie geht's dir? Danke, auch gut. Nein, in Wirklichkeit geht es mir beschissen und ich hätte eigentlich ganz viel zu erzählen, aber ich will dich damit nicht belasten. Die freie Assoziation des Patienten und die dazugehörige gleichschwebende Aufmerksamkeit der Psychoanalytikerin bildeten für Freud die methodische Grundlage für das Analysieren von unbewussten Vorgängen. Der britische Psychoanalytiker Christopher Bollas 2002 bezeichnete beide als das freudsche Paar. Die freie Assoziation, genau genommen müsste man von einem möglichst unbefangenen Erzählen sprechen, und die gleichschwebende Aufmerksamkeit stellen bis zum heutigen Tag das methodische Grundgerüst für das Verständnis des Psychoanalysierens in der psychoanalytischen Situation dar. Sie finden innerhalb eines analytischen Rahmens statt, zu diesem gehören Liegen oder Sitzen, die zeitliche Begrenzung auf die 50-Minuten-Stunde sowie die Frequenzvereinbarung ein- bis vierstündig. Beide methodischen Grundeinstellungen des Freudschen Paars mussten sich bis zum heutigen Tag gegenüber zahlreichen Einwänden, Differenzierungen und Vertiefungen seitens verschiedener für die Theorieentwicklung maßgeblicher Psychoanalytiker behaupten. Welches sind die Besonderheiten des freien Assoziierens bzw. des unbefangenen Erzählens und inwiefern tragen sie zum Verständnis der spezifisch psychoanalytischen Beziehung bei? In der Begrifflichkeit der linguistischen Diskursanalyse gehen mit dieser Aufforderung und Erläuterung folgende Merkmale einher. Eine Gesprächskohärenz braucht nicht berücksichtigt zu werden. Die sonst übliche Gesprächskontrolle soll suspendiert werden, vielleicht noch zusätzlich unterstützt durch das Liegen. Dementsprechend brauchen nonverbale Sprechersignale, um einen Sprecherwechsel anzuzeigen, wie zum Beispiel das Senken der Stimme, nicht beachtet zu werden. Es findet also kein Dialogrollenwechsel statt, wie sonst üblich. Es besteht aber ein Redegebot, möglichst aufrichtig und ohne Hemmungen alles während der Sitzung mitzuteilen. Auf eine egalitäre Interaktion wird verzichtet. Der Patient kann zwar Fragen an seine Analytikerin stellen, diese brauchen von ihr aber nicht beantwortet zu werden. Daraus folgt auch, dass die Analytikerin, der Analytiker weitgehend abstinent in Bezug auf die Mitteilung eigener Probleme und Konflikte bleibt und dass sie oder er auf moralische Wertungen sowie auf erzieherischen und therapeutischen Ehrgeiz verzichtet. Eine Begründung für diesen ungewöhnlichen Diskurstyp braucht nicht gegeben zu werden. Und mit diesen Merkmalen geht eine deutliche Asymmetrie der Rollen von Patient und Analytikerin einher. Nebenbei gesagt, es wurde immer wieder und vermehrt in den letzten Jahren die Frage aufgeworfen, ob diese auf den ersten Blick sehr merkwürdige Gesprächsform im 21. Jahrhundert tatsächlich noch angemessen ist, ob sie weiterhin die wichtigste Methode der Psychoanalyse bleiben kann oder ersetzt oder zumindest revidiert werden sollte. Denn sind Asymmetrie der Gesprächsrollen, Zurückhaltung und Abstinenz, keine wertenden Stellungnahmen sowie Neutralität nicht auch sehr künstlich und können auf einen Patienten befremdend wirken? Für unsere Fragestellung ergibt sich somit im ersten Durchgang, dass sich aufgrund der psychoanalytischen Methode auf jeden Fall die analytische Beziehung schon einmal durch spezifische Besonderheiten auszeichnet. Die Analytikerin und der Patient haben unterschiedliche Ziele und müssen sich an unterschiedliche Gesprächsregeln halten. Die Zurückhaltung der Analytikerin hinsichtlich ihres Privatlebens schafft eine formale Ungleichheit. Die Tatsache, dass die Analytikerin für ihr Zuhören Geld bekommt, dass sie nach 50 Minuten die Sitzung beendet, dass sie Fragen nicht unbedingt beantworten muss, sind deutliche Unterschiede gegenüber einer Alltagsbeziehung. Zwar ist der analytische Prozess in seinen verbalen und nonverbalen Inhalten wechselseitig kodeterminiert, doch weist er deswegen keine symmetrische Beziehung zwischen gleichgestellten Partnern, wie zum Beispiel in einer Freundschaft
oder in einer Liebesbeziehung auf. Denn der Analytiker soll dem analytischen Prozess dienen. Aus diesem Grund muss er das Streben nach narzisstischer Befriedigung und Anerkennung in Schach halten können. Also er darf weder sexuelle, erotische noch aggressive Wünsche befriedigen. Und dies selbstverständlich auch dann nicht, wenn ihn sein Patient dazu verführen will. Er darf seine weltanschaulichen, politischen, religiösen, ethischen Auffassungen und Überzeugungen nicht derart zur Geltung bringen, dass sie seinen Patienten beeinflussen oder gar irritieren. Er darf seine Patienten nicht für eigene Karrierezwecke missbrauchen oder instrumentalisieren, indem er etwa von vornherein darauf abzielt, mithilfe von Teilgeschichten Publikationen zu erstellen oder Forschungsmethoden anzuwenden. Er darf seinen Patienten finanziell nicht unter Druck setzen oder gar ausbeuten, indem er Zuzahlungen zum gesetzlichen Kassenhonorar verlangt. Und er muss den suggestiven Anteil, der unweigerlich in all seinen verbalen wie nonverbalen Bekundungen mitschwingt, ausreichend gut reflektieren. In anderen beruflichen Beziehungen ist das eine oder andere durchaus zulässig, wenn auch nicht unbedingt erwünscht. So kann ein Arzt seinem Patienten auch von eigenen Problemen erzählen. Das kommt übrigens sehr häufig vor. Ein Anwalt kann seine weltanschaulichen Überzeugungen deutlich zum Ausdruck bringen. Ein Anlageberater kann seinen Kunden durchaus dahingehend überreden, Fonds der eigenen Bank zu erwerben. Ein Unternehmensberater kann sich von einer Klientin am Ende der Beratung zum Kaffee einladen lassen. Auch wenn problematische ethische Verstöße bei Psychotherapeuten in der Praxis leider immer wieder einmal vorkommen, so ist die psychoanalytische Berufsrolle eindeutig definiert. Die Einhaltung des Rahmens hat Priorität, Abstinenz und Neutralität, auch wenn diese viele Brechungen und Modifizierungen aufweisen, sind konstitutiv. Ein Patient hat hingegen deutlich mehr Freiheitsgrade in der analytischen Beziehung. So kann er zum Beispiel seine erotischen und sexuellen Wünsche freimütig äußern. Er kann und soll sogar auch seine aggressiven Gefühle artikulieren. Vor allem, wenn ihm diese bislang sehr viel Angst bereiten. Und selbstverständlich wird er auch seine weltanschaulichen, politischen und religiösen Überzeugungen kundtun. Wenn er allerdings allzu deutlich zu erkennen gibt, dass er seine therapeutische Behandlung lediglich instrumentell einsetzen möchte, um zum Beispiel einer Auflage vom Gericht nachzukommen oder eine Berentung zu erreichen, ohne dass ihm an einer persönlichen Auseinandersetzung gelegen ist, werden ihm Grenzen aufgezeigt werden müssen. Ansonsten aber kann er seine Therapeutin, seinen Therapeuten für seine Bedürfnisse gebrauchen, ohne sich dafür im Alltag Unverständnis und Zurückweisung einzuhandeln. Kurzum, die psychoanalytische Methode mit ihr eigenen Regeln begrenzt eine Beziehungsform, wie wir sie aus alltäglichen privaten und anderen beruflichen Beziehungen kennen, einerseits erheblich. Andererseits eröffnet sie einen großen Raum für die Gestaltung von Beziehungsphänomenen, die sich sonst in kaum einer anderen Beziehung in dieser Form und Intensität antreffen lassen, selbst nicht in einer Liebesbeziehung, in der sich Partner nahezu alles sagen können, manche Gedanken und Gefühlsäußerungen aber dennoch zurückhalten. Analytische Psychotherapie im Liegen und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie im Sitzen ermöglichen weitere Differenzierungen. Das Nicht-Sehen-Können der mimischen Reaktion, die Möglichkeit der Therapeutin, nicht unmittelbar reagieren zu müssen und somit mehr schweigen zu können, kann für den Patienten in der Liegeposition einen noch größeren Raum für das Zulassen können von Fantasien ermöglichen, die sonst nur sehr selten einem Gegenüber mitgeteilt werden, sondern zumeist wenig elaboriert als einsamer und schamhaft gehüteter Tagtraum ihr Dasein fristen. Aber auch die Therapeutin, der Therapeut haben im Liegesetting mehr Freiheiten, ihre Gedanken wandern zu lassen und das Gehörte innerlich mit Bildern und Gefühlen anreichern zu können,
statt auf das Inhaltliche der Rede unmittelbar fokussieren und dialogisch wie in einer gewöhnlichen Konversation reagieren zu müssen. Außerdem brauchen Sie auch Ihre Mimik im Falle negativer Emotionen nicht so stark zu kontrollieren wie im Gegenübersitzen, was weitere Freiheitsgrade ermöglicht. Andererseits erschwert die Liegeposition unsicheren Patienten auch manche Mitteilung, die einfacher zu kontrollieren wäre, wenn sie das mimische Verhalten ihres Therapeuten direkt beobachten könnten. Sie beinhaltet auch Anteile einer Eltern-Kind-Beziehung, wodurch Abhängigkeits-, Versorgungs- und Unterwerfungswünsche sowie heftige Widerstände dagegen getriggert werden können. Und schließlich erinnert das Liegen auch an erotische Verführungssituationen, auf die manche Patienten mit unzureichender Abwehr mit mehr oder weniger heftiger Sexualisierung reagieren können. Die analytische Beziehung ist auch deswegen einzigartig, weil sie durch die außergewöhnliche Zuwendung in Form des konzentrierten Zuhörens alle Wünsche eines Menschen nach geliebt werden und lieben können wieder wachruft und natürlich auch die Abwehr und den Widerstand dagegen, die zumeist früheren Enttäuschungen geschuldet sind, die ein Patient auf keinen Fall noch einmal erleben möchte. Aus diesem Grund ist es auch legitim, wenn manche Patienten zunächst und manchmal auch für längere Zeit daran festhalten, dass ihre Therapeutin in erster Linie für sie eine Dienstleistung zu vollbringen hat, damit die störenden Symptome verschwinden. Manche Therapeuten belassen es dann dabei, vor allem wenn es sich um kurze Therapien handelt. In längeren Therapien, in denen in der Regel intensivere Gefühle und Beziehungsfantasien entstehen, werden derartige Dienstleistungsvorstellungen aber überwiegend als Widerstand aufgefasst und zu bearbeiten versucht. Mit diesen Ausführungen haben wir jetzt schon einmal einige wesentliche Bedingungen der psychoanalytischen Beziehung kennengelernt. Was könnte noch fehlen? Als Psychoanalytiker betrachten wir es als selbstverständlich, dass wir unsere Patienten einigermaßen angemessen wahrnehmen, ihre neurotischen Konflikte und ihre Ich-Struktur in der Eingangsdiagnostik bestimmen können, ihre soziale Herkunft und ihre familiären Bedingungen einschätzen, sowie wiederum für das psychoanalytische Verständnis von Beziehungen sehr wichtig, auch ihre Inszenierungen bereits bei der telefonischen Anmeldung oder in den Vorgesprächen erfassen können. Aber wie viel Aufmerksamkeit richten wir auf die Frage, wie wir selbst von unseren Patienten wahrgenommen werden? Sicherlich, manche von uns machen sich intensive Gedanken darüber, welche Kleidung wir zum Beispiel bei den ersten Gesprächen mit einem bestimmten Patienten anziehen sollen. Aber darüber hinaus, aber kann denn ein Patient seinen Therapeuten, seine Therapeutin überhaupt angemessen wahrnehmen? Das scheint doch überwiegend mit der Wahrnehmung seiner inneren Welt, mit eigenen Fantasien und Konflikten und Problemen befasst zu sein, die er einem konzentriert zuhörenden Analytiker erzählt, der sich neutral und abstinent verhält. Längst ist diese Lehrbuchmeinung zwar als ein Mythos und als Relikt einer Ein-Personen-Psychologie eingeschätzt worden, aber dennoch sind die Konsequenzen für eine angemessenere Konzeptualisierung der tatsächlich ablaufenden Wahrnehmungsprozesse in der analytischen Situation nur sehr vereinzelt behandelt worden. Deshalb ist es im gegenwärtigen psychoanalytischen Verständnis wichtig, sich über die möglichen Wahrnehmungen seiner eigenen Person, und dazu gehören nicht nur bestimmte verbale Äußerungen, angefangen vom ersten telefonischen Kontakt, Probedeutungen in den Vorgesprächen bis hin zu Deutungen im Therapieverlauf, sondern noch einiges mehr, seitens seiner Patienten immer wieder Gedanken zu machen. In der Vergangenheit hatten viele Therapeuten es als selbstverständlich angenommen, dass ihre Patienten sie als vertrauenswürdig wahrnehmen. Kraft Studiums und zusätzlicher Ausbildung sind Therapeuten glaubwürdige und integre Personen. Der Titel psychologischer Psychotherapeut und ärztlicher Psychotherapeut sind gesetzlich geschützt und für die Berufsausübung gelten strenge standes- und berufsrechtliche Regelungen. Weitere Titel und Zusatzbezeichnungen sollen Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit signalisieren.
Dieses Rollenverständnis bewahrte Therapeuten oftmals davor, sich weiterführende Gedanken darüber zu machen, dass sie selbst in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Auftreten, Verhalten und Benehmen von ihrem Patienten wahrgenommen und eingeschätzt werden. Heute weiß man, dass diese Einschätzungen ja wiederum vom ersten telefonischen Kontakt angefangen für den Behandlungsverlauf von Bedeutung sind. Wie wurde diese Thematik von verschiedenen Autoren behandelt? Insgesamt ist festzustellen, dass sie in Theorie und Praxis nur sehr vereinzelt angesprochen wird. So ist es in Teilen der psychoanalytischen Literatur, in kasuistisch-technischen Seminaren und anderen Fallvorstellungen sowie in öffentlich publizierten Vignetten auffallend, dass zwar minutiös die Eindrücke über den Patienten von seinem äußeren Erscheinungsbild, seiner Kleidung, seinem Auftreten angefangen, über seine expliziten und impliziten Mitteilungen bis hin zu nonverbalen Phänomenen beschrieben werden, dass aber so gut wie keine Mutmaßungen über die Eindrücke des Patienten, seine Psychoanalytikerin betreffend, zum Thema werden. Viele Fragen können hierbei einen Patienten schon während der ersten Kontaktaufnahme beschäftigen. Hierzu ein Beispiel. Welcher Mensch ist meine Therapeutin? Übt sie ihren Beruf gerne aus oder betrachtet sie ihn überwiegend nur als Job, den sie routiniert und geschäftsmäßig betreibt? Kann sie tatsächlich freundlich zugewandt sein oder ist ihr Lächeln unecht und nur aufgesetzt? Kann sie nachempfinden, worunter ich seit Jahren schon so schrecklich leide? Kann ich mich ihr wirklich anvertrauen? Oder muss ich sehr vorsichtig sein, um nicht erneut einen Reinfall wie bereits bei einem früheren Therapieversuch zu erleben? Hat sie vielleicht ähnliches Leid und vergleichbare Konflikte in ihrem Leben schon einmal selbst erfahren? Oder steht sie über all dem und kann überhaupt nicht spüren, was quälende Minderwertigkeitsgefühle und deprimierende Liebesenttäuschungen in einem anrichten können? Kann sie in ihrer schicken Praxis in einem teuren Viertel überhaupt nachempfinden, wie ich mit meinen Finanzen haushalten muss? Kommt sie mir erwachsen und reif vor als eine Frau, die in ihrem eigenen Leben mit Schicksalsschlägen umgehen lernen musste? Oder hat sie sich eher einen Modeberuf als Psychotherapeutin ausgesucht, von dem sie nach einigen Jahren dann möglicherweise ziemlich enttäuscht ist? Ich versuche, all diese Fragen irgendwie einzuschätzen. Wie belastbar ist sie? Kann sie wirklich zuhören? Oder unterbricht sie mich rechthaberisch und wichtigtuerisch wie meine Mutter? Kann ich mich mit ihr streiten und heftig auseinandersetzen? Oder geht sie dann gekränkt aus dem Feld? Sie macht mir einen recht selbstsicheren Eindruck, aber da kann ich mich auch täuschen. Ich muss auf jeden Fall weiterhin vorsichtig bleiben. Was wir festhalten können, ist die Erkenntnis, dass unsere Patienten uns intensiv studieren, dass sie vieles von uns wahrnehmen, was uns vielleicht noch gar nicht bewusst ist und dass sie uns im Verlauf eines längeren therapeutischen Prozesses sehr genau kennenlernen. Nicht nur unsere kognitiven Konzepte, Wertvorstellungen, Weltanschauungen, sondern vor allem auch unsere emotionalen Eigenarten. So, soweit ein kurzer Abriss zu einigen Fragen der Beziehung aus psychoanalytischer Sicht. Nun zu der angekündigten Vignette. Die Patientin, von der ich berichten möchte, kam an einem ziemlich warmen Sommertag in meine Praxis. Ich hatte kurze Zeit vorher überlegt, ob ich die Markise, ausfahren sollte, die einen Sonnenschutz bietet, aber den Raum auch ziemlich verdunkelt. Ich dachte an Patienten, die es durchaus gerne haben, wenn die Nachmittagssonne in das Praxiszimmer hineinscheint und die Blätter eines Baumes im Garten ein lebendiges Licht- und Schattenspiel bewirken. Ich entschied mich dafür, an diesem Nachmittag die Markise nicht auszufahren. Es war eine Montagsstunde mit der Patientin und sie erzählte, wie frustrierend sie wieder einmal ihr Wochenende erlebt habe.
der Nachbarswohnung sei es wieder sehr laut zugegangen. Ihre Kontaktaufnahmen über Parship hätte sie erneut als abstoßend erlebt. Und schließlich habe sie, wie auch schon an vergangenen Wochenenden, viel zu viel Wein getrunken. Erneut fiel mir ihr vorwürflicher Ton auf, den ich in dieser Stunde als ziemlich nervig empfand. Dennoch bemühte ich mich, ihr weiterhin zuzuhören. Nach einigen Minuten wurde mir die Wärme im Zimmer doch sehr unangenehm und ich dachte mir, dass das Ausfahren der Markise diesen Zustand etwas erträglicher machen könnte. Ich stand auf und ging vorsichtig in einigem Abstand von meiner liegenden Patientin vorbei zum Fenster, um den Schalter für die Markise zu betätigen. Kaum hatte ich mich wieder gesetzt, beendete die Patientin ihre Erzählung und schwieg. Ich merkte, dass sich in mir leichte Schuldgefühle regten. Schwieg sie jetzt meinetwegen? Hatte sie mein Aufstehen etwa irritiert? Ich wartete noch ein oder zwei Minuten ab. Und als sie immer noch schwieg, äußerte ich einen fragenden Ton. So als hätte ich es kommen sehen, platzte es nun aus der Patientin heraus, wie verärgert sie über mich sei, weil ich mitten in der Sitzung aufgestanden wäre, während sie sprach, um aus dem Fenster zu gucken und dann noch an dem Markisenschalter herumgespielt hätte. Vermutlich, weil es mich langweile, was sie erzähle und ich mir auf diese Weise eine Abwechslung verschaffen wolle. Das sei ein eindeutiger Beweis dafür, dass sie mir auf die Nerven gehe und dass ich wohl generell nichts damit anfangen könne und es langweilig fände, was sie mir erzähle. Ich war im ersten Moment ziemlich verdutzt und auch erschrocken, obwohl mich meine leichten Schuldgefühle schon darauf vorbereitet hatten, dass die Patientin mir mein Aufstehen verübeln könnte. Warum habe ich sie nicht vorher gefragt, ob es ihr recht sei, wenn ich die Markise ausfahren würde, fragte ich mich nun. Ja, vermutlich deshalb, weil ich die Befürchtung hatte, dass bereits meine Frage die Patientin verärgern könne, weil ich sie in ihrem Erzählfluss unterbrechen und sie nicht ernst nehmen würde. Deshalb hatte ich mich zum spontanen Handeln entschlossen. Wie können Sie annehmen, dass Sie mich langweilen, wo Sie doch die Erfahrung machen, dass ich Ihnen in der Regel doch sehr konzentriert zuhöre, formulierte ich innerlich als Deutung. Aber ich befürchtete zugleich, dass diese Intervention von meiner Patientin so wahrgenommen werden könne, dass ich nun verletzt und ärgerlich sei, auf jeden Fall aber mich rechtfertigen würde oder ihren Ärger mit meinem eigenen Geärgertsein quittiere nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, also eine Affektansteckung. Ich unterließ deshalb diese mögliche Deutung, die dazu anregen soll, die heftige Übertragungsreaktion, die Unterstellung, dass ich mich langweile, dass sie mir lästig sei und ich mich abzulenken versuche, indem ich die Markise ausfahre, zu überprüfen und von der Irrationalität ihrer Übertragungswahrnehmung Abstand zu gewinnen. Stattdessen versuchte ich mich jetzt in ihre Selbstwahrnehmung einzufühlen. Stellvertretende Introspektion hat Heinz Kohut diese Form der Empathie genannt. Metaphorisch, man schlüpft in die Haut oder in die Schuhe seines Gegenübers. Sie haben sich von mir soeben überhaupt nicht wahrgenommen gefühlt. Und Sie hatten den Eindruck, dass mich etwas anderes viel mehr interessiert als Ihre Erzählungen. Habe ich jetzt tatsächlich gesagt? Und dann fügte ich noch hinzu, und jetzt denken Sie vielleicht noch, wie konnten Sie nur an einen solch uneinfühlsamen Therapeuten geraten? Noch während ich diesen Satz sprach, dachte ich mir, diese letzte Bemerkung hätte ich mir sparen können, denn sie ging vermutlich weit über das hinaus, was sie tatsächlich gedacht hatte. Und sie enthielt ja auch eine gewisse Ironie, worin sich vielleicht doch noch ein Überbleibsel meines eigenen Ärgers über ihre heftige Reaktion zeigte, den ich doch nicht genügend gut reguliert hatte. Sie schwieg für den Rest der Stunde und verabschiedete sich mit einem Gesichtsausdruck, der immer noch ihre Empörung deutlich zeigte. Diese Begebenheit mit meiner Patientin beschäftigte mich noch eine ganze Weile. Und ich merkte, dass ich bei meinen nächsten Patienten immer wieder gefühlsmäßig für Augenblicke zu dieser Stunde zurückkehrte. Am Abend nahm ich mir vor, noch einmal genauer über das, was zwischen uns beiden
zwischen uns beiden vorgefallen war, nachzudenken. Mir fielen jetzt als erstes die bereits in der Eingangsdiagnostik festgestellten Konflikte meiner Patientin ein. Ich hatte bei ihr einen Versorgungs- versus Autarkie-Konflikt, einen Kontrolle- versus Unterwerfungskonflikt sowie einen Selbstwertkonflikt, entsprechend der Terminologie der OPD2 diagnostiziert. Diese Theoriefolien kamen mir jetzt wieder in den Sinn. Meine Patientin reagierte übermäßig empfindlich auf mein Hingehen zum Markisenschalter. Sie fühlte sich sofort nicht mehr im Zentrum meiner Aufmerksamkeit und liebevollen Versorgung, aber auch nicht um Erlaubnis gefragt, sondern von mir überfahren. Und diese Einschätzung hatte einen unmittelbaren Effekt auf ihr Selbstwertgefühl. Denn sie empfand sich als wertlos, nicht der Beachtung wert. Etwas anderes war viel wichtiger für mich. Und man könnte einfach so mit ihr umspringen. Und obwohl ich um ihre von ihr so erlebte Zurücksetzung in ihrer Kindheit wusste, sie musste auf einen nachgeborenen, kränklichen Bruder viele Jahre Rücksicht nehmen, war mein unmittelbarer Affekt doch im ersten Moment Ärger. Welche Ansprüchlichkeit und welches Kontrollbedürfnis ihrerseits kam da wieder einmal zum Ausdruck. Und das nach mehr als 120 Stunden Analyse. Dann aber setzte endlich meine Reflexion ein. Diese auf den ersten Blick scheinbar zufriedenstellende Erklärung stammt aus der klassischen Ein-Personen-Psychologie, einer naturwissenschaftlich geprägten medizinischen Diagnostik. Der Diagnostiker soll möglichst neutral und um Objektivität bemüht sein und vermeidet deshalb auch strikt jeglichen Einfluss auf das zu diagnostizierende Objekt. Die naturwissenschaftliche Apparatemedizin ist die vorläufig letzte Etappe dieser Einstellung und Vorgehensweise. Aber bereits Freud setzte dieser im 19. Jahrhundert schon weit verbreiteten methodischen Einstellung von Francis Bacon, von uns selbst aber sprechen wir nicht, sein Credo entgegen, von uns selbst aber sprechen wir. Das heißt, wir nehmen unsere Subjektivität wahr und reflektieren vor allem auch die möglichen Einflüsse unseres Verhaltens und unserer Einstellungen auf unser Gegenüber, zunächst natürlich erst einmal im Dialog mit uns selbst. Einige Zeit vor dem Einsetzen der relationalen Wende schrieb bereits Heinrich Racker, ein polnisch-argentinischer Psychoanalytiker, 1959. Der Mythos der analytischen Situation beginnt schon mit der Behauptung, die Analyse sei eine Angelegenheit zwischen einem Kranken und einem Gesunden. In Wahrheit ist sie eine Angelegenheit zwischen zwei Persönlichkeiten. Jeder der beiden lebt mit seinen inneren Abhängigkeiten und äußeren Ängsten und pathologischen Abwehrmechanismen und ist noch ein Kind mit seinen inneren Eltern. Mit seiner ganzen Persönlichkeit antwortet sowohl der Analysant als auch der Analytiker auf alles, was in der analytischen Situation geschieht. Und in einer Fußnote zu diesem Passus merkte Racker noch an, die Betonung der Gleichheit soll die Aufmerksamkeit auf die Gefahr lenken, dass bestimmte Überreste der patriarchalischen Ordnung in die analytische Situation eindringen. Denn tatsächlich können wir den Analysanten nicht von seiner neurotischen Abhängigkeit befreien, solange wir verdrängen, dass wir ihn beispielsweise in neurotischer Art beherrschen wollen. Statt also einseitig nur die Konflikte der Patientin zu fokussieren, ist deshalb nunmehr zu fragen, warum ich in dieser Stunde aufgestanden bin. Welche Szene hatte sich zwischen uns beiden abgespielt? Welche Konflikte hatte ich agiert? Es war ganz sicherlich eine gewisse Ungeduld, die ich schon seit einiger Zeit angesichts der Ansprüchlichkeit dieser Patientin empfand. Hatte ich sie nach meiner Einschätzung doch viele Monate mit nicht nachlassender Aufmerksamkeit versorgt. Wieso konnte sie das nicht wertschätzen und daran wachsen? Aber hatte ich mich vielleicht zu lange von einem Ideal eines mütterlich identifizierten Psychoanalytikers leiten lassen, der einfühlsam auf ihre frustrierten Gefühle und Erwartungen eingeht
und ihre verzweifelte Lage, wieder einmal keinen für sie passenden Mann gefunden zu haben, mit ihr teilt. Hatte ich es möglicherweise versäumt, sie nach und nach damit zu konfrontieren, wie sehr sie sich unbewusst mit der als beschämend und uneinfühlsam wahrgenommenen Mutter identifiziert hatte, deren ganze Liebe offensichtlich dem Bruder galt? War diese Identifizierung vielleicht der Grund dafür, dass ihre Mitschülerinnen, aber auch ihre späteren Arbeitskolleginnen, so hatte sie es in früheren Stunden gelegentlich angedeutet, sie immer wieder als überheblich und arrogant kritisiert hatten? Kinder sind ja nicht nur die Opfer ihrer uneinfühlsamen Eltern, sondern sie identifizieren sich auch mit deren machtvollen Status und nehmen eine Identifizierung mit dem Aggressor vor, um ihre Gefühle des Opferseins zu kompensieren. Und hatte ich zu wenig ihre Neidgefühle, die sie mir gegenüber hegte, wenn ich in ihrer Vorstellung eine erfüllende Beziehung mit meiner Frau am Wochenende erleben konnte, während sie sich mit Alkohol betäuben musste, angesprochen oder dies bislang aus einem Taktgefühl heraus unterlassen, zumal ich ja auch um die rasche Kränkbarkeit dieser Patientin wusste. Aber sind diese Überlegungen bereits ausreichend? Sind das nicht immer noch theoretische Erklärungen, die ich jetzt vorschob? Und ging ich mit meinen Überlegungen von einem Übertragungskonzept aus, das damit einhergehenden Erwartungshaltungen überwiegend in der Vergangenheit verortet? Könnte es nicht sein, dass ich schon einige Stunden vor dieser Sitzung Signale ausgesendet hatte, die bei der Patientin entweder vorbewusst oder sogar bewusst zu der Überzeugung geführt hatten, dass sie mich mit ihren abgewehrten, aber doch spürbaren Liebeswünschen immer stärker zu nerven begann, was ihren Ärger auf mich natürlich noch intensiver machte? Und reagierte ich auf ihren Enttäuschungsärger wiederum mit einer eigenen Enttäuschung, in meiner bisherigen Zuwendung von ihr nicht genügend wertgeschätzt worden zu sein? Aber wie sollte diese Aussendung von Signalen meine emotionale Innenwelt betreffend vonstatten gegangen sein? Welche Affektäußerungen mimischer, stimmlicher, gestischer oder haltungsmäßiger Art waren von mir ausgesendet worden? Ich saß doch ganz ruhig hinter ihr in meinem Sessel, etwa in meiner Stimme, denn meine Mimik sah sie ja nicht. Es gibt seit langer Zeit Kenntnisse darüber, wie emotionale Signale über den Körper vermittelt werden. So bemerkte bereits der griechische Philosoph Aristoteles, dass der Körper als Ganzer die emotionalen Zustände anzeigen könne. Im 19. Jahrhundert waren es dann vor allem Charles Darwin, der sich mit den Emotionsausdrücken bei Tieren und Menschen beschäftigte. Und im 20. Jahrhundert waren es Carol Izard und Paul Ekman. Haben sich auch Psychoanalytiker damit befasst? Ja, zum Beispiel die Forschungsgruppe um Norbert Friedman in den USA bereits in den 80er Jahren und bei uns in Deutschland Rainer Krause, Kurt Benecke sowie Ulrich Streeck, übrigens der Vater des Virologen Streeck, der derzeit öfters im Fernsehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu sehen ist. Und diese körperlichen Signale begleiten nun kontinuierlich auf unterschiedliche Weise unseren Prozess des Zuhörens. Deshalb zunächst ein paar Worte zum Prozess des Zuhörens. Theodor Reik hat in seinem Buch Zuhören mit dem dritten Ohr, 1948, der Ausdruck stammt von Friedrich Nietzsche, ausgeführt, dass der Prozess einer frei flottierenden Aufmerksamkeit eine Oszillation, ein kontinuierliches Hin- und Herwandern zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitszuständen beinhaltet, und zwar einerseits einer Bereitschaft, Stimuli zu empfangen
und dabei seine Aufmerksamkeit frei flottieren zu lassen und andererseits einer mehr fokussierten und bewusst vorgenommenen Aufmerksamkeitseinstellung, die ausgeübt wird, wenn wir uns mit einer Deutung oder einer Intervention im weitesten Sinn beschäftigen. Aus diesem Grund hielt Reik den Ausdruck gleichschwebende Aufmerksamkeit von Freud nicht mehr für angemessen. Ganz entscheidend für dieses rhythmische Oszillieren ist dabei die Teilnahme unseres Körpers, denn unser Körper unterstützt das Zuhören. Deshalb täuschen wir uns gewaltig, wenn wir der Auffassung sind, dass wir als Therapeuten 50 Minuten lang völlig ruhig auf unserem Stuhl oder in unserem Sessel sitzen. Obwohl die therapeutische Profession bekanntlich eine hohe Rate an orthopädischen Erkrankungen aufweist, bewegen wir uns doch zumeist allerdings auf unmerkliche Weise. Wenn wir nämlich während der rezeptiven Phase des Zuhörens den Worten unserer Patienten lauschen und die affektiven Bewegungen innerlich nachvollziehen, übersetzen wir zumeist die Worte unserer Patienten innerlich in Bilder und nehmen dabei eine Spannungs- oder Affektregulierung vor. Denn die von uns produzierten Bilder erzeugen in uns ja auch entsprechende eigene Erinnerungen und Affekte. Die Übersetzung in Bilder geht nun mit taktilen Aktivitäten einher. Derartige sensomotorische Erfahrungen spielen sich auch bei einem relativ immobil bleibenden Therapeuten ab. Sie sind nur entsprechend subtiler. Mit diesen sensomotorischen Aktivitäten vermeiden wir zwei Gefahren beim psychoanalytischen Zuhören. Wir werden ja immer wieder gefragt von anderen, von Bekannten, von Eltern, von Freunden, wie schafft ihr das eigentlich, so lange zuzuhören? 6 oder 8 Stunden gar am Tag immer nur zuhören. Also zwei Gefahren, die wir vermeiden müssen. Entweder einzuschlafen oder in eine zu starke Aktivität zu verfallen, die sich zum Beispiel in allzu langen Deutungen äußern kann. Über die Müdigkeitsreaktion haben beispielsweise James McLaughlin 1975 und Ralf Zwiebel, der Schlaf des Analytikers 1992, publiziert. Norbert Friedman, auf den ich ein bisschen genauer eingehen möchte, hat eine ganze Anzahl von Abwehrmechanismen gegen Müdigkeit und oder eine zu starke Aktivität beschrieben. So gibt es Kollegen, die sich zum Beispiel ausgiebig Notizen machen oder auf einem Schreibblock lediglich herumkritzeln oder ihre Beine abwechselnd übereinander schlagen, ihre Sitzhaltung häufig verändern, mit dem Fuß kicken oder stricken, wie zum Beispiel Anna Freud, die übrigens auch schöne Teppiche am Webstuhl webte, allerdings nicht während der psychoanalytischen Sitzungen. Ferner Pfeife rauchen und sich häufig mit dem Pfeifenstopfer betätigen und vieles andere mehr. Noch zu meiner Ausbildungszeit war es gang und gäbe, dass Psychoanalytiker hinter der Couch rauchten. Das meiste davon, nicht unbedingt das Rauchen, geschieht natürlich am Rande des Bewusstseins. Mittels Videoaufnahmen von Psychotherapiesitzungen konnte Friedman nachweisen, wie zuhörende Therapeuten einen subtilen Tanz von körperlichen Bewegungen oftmals in rhythmischer Sequenz vornehmen. Diese sind aber nicht zu verwechseln mit den vertrauten körpersprachlichen Ausdrucksphänomenen und Gesten, die beispielsweise Ulrich Strick untersucht hat. Diese selbstregulierenden Körperbewegungen haben ihren Ursprung in den frühen präverbalen Phasen eines Kindes. Sie stellen taktile und kinästhetische Vorläufer der Aufmerksamkeit dar und gehen der Sprachentwicklung voraus. Diese Körperbewegungen verändern sich je nachdem, in welcher Phase des Zuhörens und Intervenierens wir uns jeweils befinden. In der rezeptiven Phase folgen wir den Ausführungen unserer Patienten mit einer zumeist frei flottierenden bis hin zur träumerischen Aufmerksamkeit.
Wir übersetzen dabei die Worte unserer Patienten zumeist in Bilder, seltener in Gedanken. Als mir meine Patientin erzählte, wie sehr sie die Geräusche ihrer Nachbarn wieder einmal genervt haben, sah ich sie in ihrem Zimmer mit einem wütenden Gesichtsausdruck herumgehen. Natürlich fielen mir dabei auch eigene Erinnerungen über störende Geräusche aus Nachbarzimmern und Wohnungen im Laufe meines Lebens ein. Und als sie erzählte, wie sie sich abends mit einer Flasche Wein betäubte, sah ich sie auf ihrem Sofa sitzen und genervt und verzweifelt ein Glas nach dem anderen trinken. Dass sie dabei möglicherweise auch onanierte, wäre meiner Fantasie zuzuschreiben. Friedman unterscheidet nun zwei organisierende Aktivitäten, Shielding und Contrasting. Beim Shielding, also von Shield, dem Abschirmen, wird eine bilaterale, zumeist taktile Stimulation vorgenommen, zum Beispiel eine Berührung beider der Finger beider Hände. Und diese Abschirmung korreliert mit dem jeweiligen gefühlsmäßigen Stress beim Zuhören. Contrasting geschieht beim Wechsel vom Zuhören zum Abstandnehmen, von der Rezeptivität und dem Übergang zum Aussprechen einer Deutung. Man ist in diesen Augenblicken dann wieder mehr bei sich. Meistens ist dieser Vorgang mit einer Fußbewegung oder Körperhaltungsveränderung verbunden mit einer eher einseitigen taktilen Bewegung. So streicht man sich zum Beispiel mit der Hand über eine Wange oder fasst sich ins Haar. Das sich Lösen aus der rezeptiven Phase des nur Zuhörens oder gar der empathischen stellvertretenden Introspektion, wie von Kohut beschrieben, geht also mit einer selbstbehauptenden, assertiven Aggression einher, beziehungsweise setzt diese voraus, sonst verbleibt man überwiegend in der rezeptiven Phase. Mein Aufbringen könnte nun also eine besonders starke Form des motorischen Contrasting gewesen sein. Allerdings bleibt die Frage weiterhin bestehen, warum diese so stark ausfiel und ob ihr nicht in den vorangegangenen Stunden bereits deutliche, durchaus auch hörbare Körperhaltungsveränderungen und Bewegungen vorausgegangen waren. Natürlich auch Veränderungen der Prosodie in unserer Stimme, das darf man nicht geringschätzen. Darauf habe ich jetzt aber hier nicht fokussiert, weil ich mal auf diesen motorischen Teil mich konzentrieren wollte. Aber wir achten natürlich gerade in der Liegeposition als Patienten sehr stark auf die Prosodie der Stimme, weil ja die optischen Signale wegfallen. Das war nun ein Beispiel dafür, dass wir nicht nur eine Beziehung zu unseren Patienten haben, sondern immer schon in der Beziehung zu ihnen sind. Wir befinden uns in einer permanenten, unbewussten Kommunikation mit unseren Patienten. Abstinenz, Asymmetrie und Neutralität geschehen überwiegend auf der sprachlichen, bewusstseinszugänglichen Ebene. Aber darunter schwelt gleichsam noch eine andere Sprache und die äußert sich in unserer Prosodie, in mimischen, gestischen und wie ausgeführt auch in motorischen Signalen. Zu diesem In-Beziehung-Sein gehört vor allem, dass wir darauf achten, in welcher Weise wir selbst am analytischen Prozess beteiligt sind. Wir dürfen das Verständnis unserer Teilnahme deshalb nicht nur auf die Frage beschränken, ob wir ausreichend empathisch sind oder einiges von dem, was der Patient uns vorträgt, gut verstehen können, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, wie nicht nur unsere sprachlichen Deutungen, sondern auch unsere emotionalen und leiblichen Ausdrucksphänomene von unseren Patienten erfahren werden. Nur zu einem geringen Teil sagen uns unsere Patienten direkt, wie sie unsere Interventionen erleben, zum Beispiel als unangebracht, taktlos oder etwas, mit dem sie nichts anfangen können. Manches, was ihnen bewusst wird, behalten sie für sich, um sich keine Blöße zu geben oder ihren Analytiker nicht zu kränken. Aber das ist lediglich die Spitze des Eisbergs. Denn viele unserer Signale, das gemeinsame Beziehungsgeschehen betreffend, werden unseren Patienten nicht direkt bewusst. Uns auch nicht, werden aber dennoch von ihnen nicht bewusst registriert und weiterverarbeitet. Es sei denn, es ist eine für sie leicht erkennbare und äußerst irritierende Verhaltensweise, wie mein Aufstehen aus dem Sessel
und das Ausfahren der Markise. Aus diesem Grund versuchen wir, die Auswirkungen unserer Person, unseres Verhaltens und unserer Interventionen aus den Erzählungen unserer Patienten zu erschließen. Dies geschieht häufig erst in den darauffolgenden Stunden und dann auch in den Träumen. Aber es ist auch ein vermutlich nicht geringer Teil, der unbewusst oder nicht bewusst abläuft, in dem viele unserer Übertragungs- und Gegenübertragungsgefühle zum Ausdruck kommen. Es kommt noch ein Fluss von etwa 5 Minuten. Von Hermann Agelander, dem Nachfolger von Alexander Mitscherlich, auf dessen Frankfurter Lehrstuhl, stammt der Ausdruck der szenischen Funktion des Ichs. 1970 hat er darüber geschrieben. Eine relevante Szene des Patienten wird von ihm vorbewusst eingefügt in das gegenwärtige Beziehungsgeschehen mit seiner Analytikerin. In unserem Beispiel werden ein Gefühl des Ausgeschlossen und des ungenügend beachtet worden Seins gegenüber dem kränklichen Bruder, Gefühle von mangelnder Attraktivität und verzichten müssen in der ödipalen Konstellation, vielleicht auch ein Erleben von Zurückstehen als Jugendliche, weil sie von den Mitschülerinnen möglicherweise als arrogant und wenig beliebt erlebt wurde, und andere einprägsame Erfahrungen nun von der Patientin in das gegenwärtige Beziehungsgeschehen einzufügen versucht. Die neu entstehende Szene ist deshalb keineswegs nur eine Neuauflage der alten Beziehungskonstellation, sondern ihre Gestaltung ist unweigerlich gefärbt, mitbestimmt von der subjektiven Wahrnehmung des Verhaltens ihres Analytikers. Und dieser ist, wie ich deutlich zu machen versucht habe, keineswegs ein nur teilnehmender Beobachter des Beziehungsgeschehens, das sich zwischen ihm und seiner Patientin abspielt, sondern er ist mit seinem beseelten Leib in das Beziehungsgeschehen mit all seinen Sinnen involviert. Die eigene Subjektivität kommt dabei kontinuierlich zum Tragen. Man wird an eigene, mehr oder weniger gut bewältigte Konflikte und Traumatisierungen erinnert. Und es kann nicht ausbleiben, dass diese in die verbalen Äußerungen, in Schweigen, in die Auswahl der Intervention, in die Körpersprache und anderes mehr einfließen, was auch als Rollenhandeln oder Enactment bezeichnet worden ist. Dieses findet aber nicht nur bei besonderen Anlässen, sondern permanent statt. In der emotionalen Kommunikation kommt gleichsam der nicht verwörterbare Bodensatz aller früheren Beziehungserfahrungen zum Ausdruck, in denen es darum ging und jetzt immer noch geht, Wünsche nach Nähe, nach abhängig sein dürfen, nach versorgt werden wollen, nach Aufmerksamkeit, nach liebevoller Zuwendung, aber auch ein für sich da sein dürfen, ein für sich sein dürfen und nach konstruktiv aggressiver Selbstbehauptung zu erleben. Diese emotionale Kommunikation findet selbstverständlich nicht nur in der Psychoanalyse statt, sondern in jedem zwischenmenschlichen Austausch. Sie ist auch nicht etwas, was überwiegend nur vom Patienten oder nur vom Analytiker ausgeht, sondern sie geschieht in jedem Augenblick einer Beziehung wechselseitig. Denn wie gesagt, wir kommunizieren kontinuierlich, nicht nur verbal und bewusst, sondern immer auch mimisch, mit Gesten, mit unserer Körperhaltung, mit dem Klang unserer Stimme, ja sogar mit dem Geruch. Mein Beispiel sollte aber auch deutlich machen, dass wir uns von unerreichbar hohen Idealen, wie die optimale Beziehungsgestaltung aus psychoanalytischer Sicht auszusehen hat, nicht einschüchtern lassen müssen. Zwar ist es wichtig zu wissen, welches komplexe Gefüge das in Beziehungssein beinhaltet, doch können wir in der Realität unterschiedlich weit davon entfernt sein, diesem Ideal zu entsprechen. Vor allem auch die emotionale Beziehungsregulierung, die oftmals mit nicht oder nur ungenügend mental repräsentierten Zuständen einhergeht, wird uns, wenn überhaupt, häufig erst im Nachhinein bewusst. Das Psychoanalysieren mit all den dabei zu beachtenden und zu reflektierenden Vorgängen ist ein äußerst komplexes Geschehen. Nicht umsonst sprach Freud von einem unmöglichen Beruf. Aber es ist auch ein Beruf, der einem nie langweilig wird und einen immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.